What is that pattern over there? Can we take a closer look? Was für eine bewegende Entwicklungsgeschichte Destiny doch hinter sich hat. Das Hauptspiel konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Ein Jahr später gelang Bungie mit dem Add-on König der Besessenen die Kehrtwende. Nun schiebt das Entwicklerstudio mit Destiny das Erwachen der Eisernen Lords notdürftig die zweite Erweiterung an. Notdürftig deshalb, weil in diesem Jahr eigentlich hätte Destiny 2 erscheinen sollen. So wird dem Add-on die undankbare Rolle eines Lückenfüllers zuteil. Und das ist dem Spiel anzumerken. Warum? Das erfahrt ihr in unserem Test. 10 seconds remain. Die Story war noch nie eine Stärke von Destiny, auch wenn Bungie im ersten Add-on vieles richtig gemacht hat. Das Erwachen der Eisernen Lords knüpft daran an. But our fight is far from over. Die Entwickler haben ihre Hausaufgaben gemacht und inszenieren die Handlung ähnlich bravourös wie in König der Besessenen. Lord Saladin bittet uns um Hilfe. Die Gefallenen haben die gefährliche Nanotechnologie namens Siva entdeckt, die die Eisernen Lords einst unter großen Menschenopfern tief unter der Erde versiegelten. Vor diesem Hintergrund werden wir auf den Berg Fellwinters Peak in Altrussland entsandt. Dort sollen wir zunächst den altehrwürdigen Tempel von Saladin und dessen gefallenen Kameraden zurückerobern. Die Einführungsmission hat zwei Höhepunkte zu bieten. Eine missglückte Gondelfahrt inklusive Hinterhalt und ein Bosskampf gegen den vertrauten Servitor Sebix Prime. Die Schlacht hat sogar Folgen, denn mit der Rückeroberung wird der Tempel in einen sicheren Zufluchtsort umgewandelt. Dort treffen wir dann NPCs an, die uns mit neuer Ausrüstung und neuen Quests versorgen. Das Niveau von Dramaturgie und Missionsdesign kann Bungie bis auf die wenigen Ausnahmen halten. Gerade der epochal inszenierte Schlussakt inklusive Zeremonie dürfte Fans länger im Gedächtnis haften bleiben. Doch leider wirkt die Erzählung mitunter gehetzt. Kein Wunder, bei einer Spielzeit von nur knapp 1,5 bis 2 Stunden. Destiny-Kenner wissen aber ohnehin, dass mit dem Abschluss der Kampagne das eigentliche Spiel erst beginnt. Die maximale Charakterstufe bleibt im Add-on zwar weiterhin bei 40, dafür erhöht Bungie die Lichtgrenze auf 400 und integriert dazu auch gleich das Urkundenbuch direkt ins Spielinterface. Durch das Erreichen bestimmter Meilensteine schalten wir hier außergewöhnliche Belohnungen frei. Die Jagd nach neuer und immer besserer Ausrüstung wird dadurch nicht nur reine Kosmetik. Spezielle Quests nach Storyende locken zusätzlich zum Erforschen der verseuchten Lande. Der in Altrussland gelegene Schauplatz stellt größtenteils eine in Schnee und Eis gehüllte Kopie des Kosmodroms dar. Jedoch kommen wir auch an einigen komplett neuen Regionen vorbei. Mehr Zeit floss aber augenscheinlich in die Umgestaltung altbekannter Schauplätze. In der vergessenen Küste nahe der Himmelswacht ist etwa der Boden aufgebrochen. Dampfende Krater und reißende Lavaströme prägen dort das Landschaftsbild. Bei aller Liebe zum Detail bleibt das Gefühl trotzdem nicht aus, alles schon mal gesehen zu haben. Eine mysteriöse Atmosphäre, wie sie das Grabschiff vom König der Besessenen versprühte, kam selten auf. Dafür sind die Orte in Altrussland gezeichnet von Verwüstung. Überall finden sich Spuren der entfesselten Nanotechnologie. Die Gefallenen haben durch den Kontakt mit der Materie neue Waffen und Kräfte erlangt, werfen etwa spezielle Granaten und agieren allgemein etwas aggressiver. Wesentlich anders oder anspruchsvoller fallen die Gefechte gegen die Mutanten jedoch nicht aus. Wir können uns deshalb nicht des Eindrucks erwehren, dass hier bekannte Feindtypen einen einfachen Reskin erhielten. Mit der Story geht die Mutation der Gefallenen zwar konform, trotzdem hätten wir gerne lieber komplett neue Gegner gesehen. Mehr Mut zum Neuen hätten wir uns auch bei einigen Strikes gewünscht. Das Erwachen der Eisernen Lords bringt 3 Strikes ins Destiny-Universum, wovon lediglich der Koop-Einsatz, das elende Auge, von Grund auf neu entworfen wurde. Der spielt sich im Vergleich mit bisherigen Strikes erfrischend abwechslungsreich. So bremsen uns auf dem Weg zu einer Bunkeranlage Fallen aus, die uns aus dem Sitz unserer pfeilschnellen Sparrows zerren. Umdenken müssen wir auch im Bosskampf am Ende gegen einen gefallenen Priester.
In der zweiten Phase befreit sich ein wütender Oger von seinen Fesseln, den wir jedoch nicht besiegen können. Also muss einer aus der Gruppe den Lockvogel spielen und die Kreatur ablenken, während die verbliebenen zwei das Feuer auf den verwundbaren Priester konzentrieren. Das gute Niveau können die anderen beiden Strikes nur ansatzweise halten. Seppix Perfected und The Abomination Heist stellen Neuauflagen der ersten beiden Koop-Einsätze auf der Erde bzw. dem Mond dar. Bis auf leichte Variationen bei der Levelarchitektur, den Feindbegegnungen und Bossen spielen sich beide Strikes nahezu identisch. Das scheint selbst Bungie einzuleuchten. Die Autoren gingen nicht ohne Selbstironie an die neue Erweiterung ran und lassen den Geistbegleiter im Spiel die ständigen Déjà-vu-Erlebnisse kommentieren. Im überarbeiteten Strike auf dem Mond lobt er die Beharrlichkeit, mit der die Gegner ein bestimmtes Tor immer und immer wieder auf die gleiche Art versiegeln. They close this gate every time. Every single time. Spaß machen die Einsätze dennoch, was nicht zuletzt am nach wie vor überragenden Gameplay und den neuen Schatztruhen liegt. Letztere geben ihren Inhalt nur Trägern eines speziellen Schlüssels frei. Zu den Strikes gesellen sich mit Archons Schmiede und dem neuen Raid Zorn der Maschine zwei weitere Endgame-Aktivitäten. Ersteres stellt eine öffentlich zugängliche Arena dar, die nach einem ähnlichen Prinzip wie Hof von Oryx aus König der Besessenen funktioniert. Bevor Wellen von Gegnern über uns hereinbrechen, müssen wir eine von drei bestimmten Opfergaben bringen. Diese wiederum beeinflusst den Schwierigkeitsgrad der Gefechte. Im Anschluss fallen aus allen Himmelsrichtungen Gefallene über uns her. Erledigen wir die Meute vor Ablauf eines Countdowns, lässt sich ein Boss blicken. Nach 3 bis 4 Minuten ist die Show schon wieder vorbei. Nennenswerte Überraschungen gibt es nicht, denn anders als im Gefängnis der Alten bleibt das Arena-Layout immer gleich. Über die mangelnde Abwechslung kann die coole Kampfaxt nur bedingt hinwegtrösten. Dass sich in Archons Schmiede dennoch Hüter einfinden werden, gilt angesichts exklusiver Ausrüstung als sicher. Die Aussicht auf spezifische Sets für die Arenen, den neuen Raid, die Schmelztiegelpartien, die Prüfungen von Osiris und mehr dürften die Motivation über viele Stunden aufrechterhalten. Auch die sonst eher langweiligen Patrouillen bekommen eine Aufwertung. Wer fleißig Beutezüge abschließt, kann sich besondere Artefakte der Eisernen Lords von Händlerin Tyra Khan verdienen. Diese verleiht Hütern einzigartige Talente. So zum Beispiel die Möglichkeit, unbegrenzt sprinten zu können oder mit dem Schwert gegnerische Energieprojektile zurückzulenken. Neugier wird in Destiny das Erwachen der Eisernen Lords belohnt. Wer jeden Winkel im neuen Schauplatz erforscht, stößt schon wie einst auf dem Grabschiff auf versteckte Questreihen, die zu exotischen Waffen führen. So erbeuten wir von einer Hexe recht früh im Spiel einen mysteriösen Schlüssel. Den Verwendungsort müssen wir jedoch selbst herausfinden. Die Suche führt uns schließlich zu einem Prototypen des legendären Kostov-Gewehrs. Jäger und Sammler kommen in der neuen Erweiterung zweifellos auf ihre Kosten. PvP-Spielern macht Bungie mit Destiny das Erwachen der Eisernen Lords ein besonderes Geschenk. Endlich können Spieler ihre Partien gemäß eigener Wünsche und Vorlieben frei konfigurieren. Von Karten über Spielmodi bis hin zum Zeit- und Punktelimit lässt sich alles an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Dann heißt es nur noch, Freunde in den Einsatztrupp einladen und rein in die Gefechte. Die Belohnungen fallen im Vergleich zu über das Matchmaking-System arrangierten Partien jedoch deutlich kleiner aus. Immerhin stehen private Matches auch Spielern zur Verfügung, die die Erweiterung nicht kaufen. Neben diesem Feature bringt die zweite Destiny-Erweiterung den neuen PvP-Modus Supremacy. Um in dieser Deathmatch-Variante zu punkten, reicht der Abschuss eines Gegners nicht aus. Hier müssen wir zusätzlich ein am Sterbeort hinterlassenes Symbol aufsammeln. Sonderlich innovativ ist das Ganze natürlich nicht, ist der Modus doch mit Kill Confirmed aus Call of Duty vergleichbar. Aber für ein paar unterhaltsame Runden ist Supremacy definitiv gut. Unser Fazit: Destiny, das Erwachen der Eisernen Lords, ist eine bodenständige Erweiterung. Eine solide Story-Kampagne, zahlreiche Endgame-Aktivitäten und nicht zuletzt neue Waffen und Rüstungen stillen den Appetit nach Abenteuern. Vorerst. Allerdings macht sich allmählich die Ideenarmut bemerkbar. Zwei leicht überarbeitete Neuauflagen bekannter Strikes, eine klassische Arena mit Horde-Modus und ein Schauplatz im neuen Anstrich wirken uninspiriert. Es ist einfach mal Zeit für etwas Neues, Bungie. Destiny-Vielspieler kommen dennoch nicht um den Kauf herum. Allen anderen raten wir, bis zum nächsten Jahr zu warten. Dann erscheint hoffentlich mit Destiny 2 ein vollwertiger Nachfolger. The Iron Lords would give humanity back its future.